Fox ist in Gefahr. Wir müssen ihn retten. Was? Fox, du musst erstmal zu deinem Gefängnisaufenthalt hinrennen? Wie passiert das denn? Also ich habe neu geladen und habe mich zum Fort der Berserker teleportiert. Da dachte ich halt, dass das Ganze hier schon losgeht. Aber anscheinend geht Fox erstmal in aller Seelenruhe dorthin. Und ich kann es natürlich nicht lassen. Ich will jetzt natürlich einmal wissen, was passiert, wenn man mit Fox redet. Wenn er auf dem Weg dorthin geht, wahrscheinlich wird es zu Fehlern kommen. Ich habe abgespeichert, aber ich will unbedingt wissen, was passiert. Ihr bestimmt auch. Fox? Na, gemütlich hast du es hier. Allerdings, komfortable Ausstattung, großartige Aussicht und alle 2 Jahre kommt einer vorbei, der mit mir eine Runde Scrabble spielt. Soll ich dich hier raus... Okay, warte, wir skippen das. Wir wollen... Nein, wir wollen das nicht... Nein. Wir wollen das nicht komplett verbuggt spielen. Also, das machen wir jetzt natürlich nicht. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Ich wollte nur wissen, was passiert. Ob er jetzt ein normaler Gefährte ist oder ob er so tut, als wenn er im Gefängnis ist. Und er tut gerade so, als wenn er im Gefängnis wäre. Das heißt, wir werden Fox jetzt einfach Fox sein lassen. Werden eine andere Quest machen. Fox läuft jetzt erstmal in sein Gefängnis rein. Und dann machen wir das so, wie es vorgesehen ist. Und dann erleben wir auch den Text, wie es vorgesehen ist. Ich war einfach nur neugierig. Ich glaube, ihr auch. Deswegen haben wir das einmal gemacht. Aber wir wollen es jetzt auch nicht auf die Spitze treiben. Ich wollte nur wissen, was passiert. Dann können wir das einmal kurz mit der guten Nasty machen. Mitkommen. Klar doch. Wobei ich gerade nicht... Sind die Kerle in Ignadon auch so wie damals im Eispalast? Die Alps haben viele federn lassen müssen nach ihrem Krieg gegen die freien Menschen. Sie haben eine Menge dazugelernt. Wobei ich mich gerade frage, ob wir überhaupt reinkommen. Denn das letzte Mal, als wir hier waren, wurde uns ja kein Einlass gewährt. Wir werden das einmal kurz einloggen. Und liebe Nasty, lass uns mal gemeinsam zu den Alps rennen. Ach, hier war das mit Fox. Wir warten hier durch Dreck längst verstorbener Leute. Auch schön. Das ist gut. So haben wir hier einen Teleporter. Das ist sehr gut sogar. War eine sehr wichtige Quest sogar dann. So, Nasty. Kommst du? Nasty, da bist du. So. Ja, halt die Klappe. Du weißt doch gar nicht, was ich sagen wollte. Interessiert mich auch nicht. Mach einfach weiter. Nasty, eine Frage hätte ich dann doch noch an dich. Ist dir nicht kalt? Also ich meine das jetzt nicht despektierlich, sondern... Mir wäre kalt. Aber ich bin auch wirklich eine Frostbeule. Hitze kann ich aber auch nicht so gut ab. Das ist schwierig bei mir. Egal wie das Wetter ist, es ist immer verkehrt. Nicht ganz so schlimm, aber geht schon so ein bisschen in die Richtung. Wenn die Alps so schlau sind, warum hauen sie da nicht ab? Sie sitzen auf einem Pulverfass in Ignadon. Nicht alle Alps sind dazu bereit. Sie wollen ihr neu erobertes Territorium nicht einfach wieder aufgeben. Ja. Frage ist, die sich mir stellt. Erstens, wie das passieren konnte. Nein, wie wir jetzt, oder ob wir überhaupt bei den Alps reinkommen. Das letzte Mal wollten wir uns nicht reinlassen. Und ja, wir könnten natürlich sowas machen. Aber ich schätze mal, dass die uns nicht das nicht durchgehen lassen. Also, wir versuchen das mal. Aber ich denke, wir werden jetzt hochkant rausgeschmissen oder getötet. Ich habe mal abgespeichert, sicherheitshalber, bevor wir uns hier irgendwas kaputt machen. Aber hier kommen wir gar nicht durch. Sehe ich das richtig? Hier hinten vielleicht. Ja, wenn sie uns nicht reinlassen, dann verschaffen wir uns halt einfach Zugang. Ich denke mal, die Wachen werden das bemerken.
oder? Hier sind wir in Ignadon. Es ist sehr ruhig hier. Hier ist wirklich nicht viel los. Und hier sind die Kampfmaschinen. Du willst mir hoffentlich nicht weismachen, dir gefällt es hier. Stört dich was? Nein. Abgesehen davon, dass ich mir den Arsch abfriere, könnte ich glatt hier einziehen. Bewegung hilft. Fresse halten auch. Okay, nicht schlecht. Also dieser Alp hat uns schon mal nicht rausgeschmissen. Nicht mehr die Nummer 1 der Alps zu sein. Ich musste schmerzlich feststellen, dass ich nie wirklich Herr der Lage am Hofe des Eispalastes war. Seitdem hat sich daran wenig geändert. Das muss ja nicht so bleiben. Okay, auch die Drohne hat uns nicht rausgeschmissen, wobei das könnten auch Händler gewesen sein. Ja, hier sind wir jetzt in Ignadon. Und ist das hier die Torwache? Wo müssen wir überhaupt hin? Ach so. Wir hätten gar nicht reingemusst. Ekrom läuft ja hier vorne lang. Dann tun wir mal so, als wenn wir auch nicht reingeflogen wären. Auch wenn es hier gerade nicht unbedingt jemanden zu stören scheint. Aber wir gehen mal den offiziellen Weg und werden hier draußen einmal Ekrom besuchen. Wir haben ihn ja schon besucht. Aber mit Nasty wird das natürlich nochmal ein ganz eigenes Ding. Wo bist du? Hier ist der Marker. Oh nein. Oh nein. Ihr seht das, glaube ich. Hoffe ich. Ekrom? Geht's dir gut? Wie ist das passiert? Hast du einen Schneeengel gemacht? Erstmal machen wir hier das Monster weg, aber... ich weiß gerade nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Oder wie ich damit umgehen soll. Wenn Ekrom einfach unterm Boden gebackt ist. Gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie ein Debugging-Tool? Wir haben letzte Folge noch darüber gesprochen, dass ich die ganze Elex 2-Kritik ungerechtfertigt finde. Und dann sehen wir zuerst das mit Fox, was eigentlich ein lustiger Fehler ist. Aber dürfte eigentlich nicht passieren, wenn wir ehrlich sind. Und dann das hier mit Ekrom. Also wir können ja mit ihm nicht sprechen, wenn er hier... ja, wie machen wir das jetzt? Also was bei Gothic 1 immer geholfen hat, auch bei Gothic 2, gab es viele solcher Fehler. Speichern? Ich speichere übrigens nach jeder Folge, also wir haben genügend Speicherplätze, wo wir zurückgehen könnten. Und laden. Und jetzt ist er am besten wieder da. Er ist einfach unter der Erde, oder? Könnte natürlich sein, dass hier auch ein Tunnel ist, wo er ist, aber ich glaube das nicht, weil wir ihn anvisieren können. Das ist denkbar schlecht. Wir können mit ihm sprechen. Vielleicht haben wir ihn so... nee, wir haben ihn nicht hochgeholt. Er ist immer noch unter der Erde. Ja, wir machen das jetzt mal so. Ich werde mich nach der Folge erkundigen, ob es da irgendwie einen Hotfix von Piranha Bytes oder so gibt. Vielleicht ist das auch ein Fehler, der jetzt nur bei mir vorgekommen ist. Kann auch sein. Eine Sache noch. Also, das hier ist Nasty. Sie ist... ah, wie ich sehe, ist sie eine Vertreterin der Morkons, richtig? Und wie ich sehe, bist du eine dieser Kalkleisten, die sich für was Besseres hält und unsere Länder tyrannisiert. Oh Mann.
Ich hoffe, dass Nasty jetzt nicht auch unter der Erde ist. Nein, nein. Hey, pass auf, irgendwas stimmt hier nicht. Weiter geht's. Okay. Die Diplomatie mit Nasty ist mal wieder darin geendet, dass wir in einen Kampf verwickelt werden. Es gefällt mir insofern, dass wir wissen, dass Nasty jetzt zumindest nicht unter der Erde backt. Wir haben es eben gesehen, in der Sequenz ist sie nämlich zu Ekrom unter die Erde gegangen. Aber ich weiß nicht, was mit Ekrom passiert. Der wird doch noch eine wichtige Rolle spielen. Aber es könnte natürlich sein, wenn wir mit ihm sprechen müssen, dass wir dann einfach die Möglichkeit haben, dort mit ihm zu sprechen und dass irgendwann, wenn wir ihn brauchen und er irgendwo gebraucht wird, dass dann eventuell, das könnte vielleicht sein, dass er dann dorthin teleportiert wird. Wobei wir jetzt zum Beispiel einen Fox gesehen haben, Teleportation von NPCs ist eigentlich nicht so das Ding für Piranha Bytes in Elex 2 zumindest. Aber es kann ja sein, dass nach dem Passuswechsel dann tatsächlich nochmal Teleports stattfinden. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, weiterzuspielen, weil das ja wirklich relevant sein könnte. Ich glaube, Ekrom ist wirklich ein sehr relevanter Charakter für die Zukunft. Ja, das lief gerade nicht so gut. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Blöd. Ganz, ganz blöd. Trink nochmal einen. Wie machen wir das? Bin gerade sehr, sehr stark am Überlegen. Ihr merkt das auch. Es tut mir sehr leid. Aber lohnt es sich jetzt, diesen Spielstand weiterzuspielen? Oder könnte es sein, dass man Spielstände sogar zurückgehen muss? Und wie haben wir das ausgelöst? Wir haben ja eigentlich keinen Schabernack getrieben, gerade selbst das mit Fox. Da habe ich gesagt, nee, das ist mir ein bisschen zu heikel. Hab das rewindet extra. Schwierig. Nasty, was sagst du eigentlich dazu, dass du uns immer wieder in Schwierigkeiten bringst? Ach, komm, lass es einfach, okay? Ich will es nicht hören. Ich verstehe dich nicht. Warum machst du das? Hat dich jemand aus der Grotte rekrutiert, die Oberhäupter anderer Gilden zu testen? Natürlich nicht. Die wissen überhaupt nichts davon. Ich verfolge meinen eigenen Plan. Aber was beabsichtigst du dann mit diesem Unsinn? Dass du die Beziehungen der Gilden untereinander verbessern willst, kaufe ich dir nicht mehr ab. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Dein Job ist es, dass du mir diese Audienzen ermöglichst. Der Rest ist meine Sache. Und was ist, wenn ich dabei nicht mehr mitspielen will? Ich werde lediglich noch einen letzten Versuch starten. Und zwar bei den Berserkern in Tavar. Dazu brauche ich allerdings noch eine Weile. Wenn ich bereit bin, werde ich es dir sagen. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du mich unterstützen willst oder eben nicht. Na, großartig. So, und jetzt lass uns weitermachen. Ich brauche noch mehr Kampftraining. Ja, dann nimm dir die Kampftraining. Okay, sie ist immer noch unsere Gefährtin. Ich will jetzt nochmal zu Ekrom gehen. Wo war er? Hier ungefähr. Und nochmal nachprüfen, was jetzt mit ihm ist. Wenn er immer noch da unter der Erde ist. Die Frage ist natürlich auch, ob wir ihn jetzt gleich finden, ohne Marker. Weil wenn er immer noch unter der Erde ist, haben wir natürlich ein Problem. Wir haben übrigens Level abbekommen. Das können wir schon mal investieren. 2 Geschicklichkeit, haben wir gesagt. Damit wir Tränke lernen können. Und der Rest geht weiter in Intelligenz. Ja, 60 Intelligenz ist doch ein schöner Wert. Sehr schön. Ja. Bitte. Lieber Ekrom. Sei resettet. Mach mir bitte keinen Ärger. Ja.
mehr Ärger macht, das sind die Eiswölfe hier. Aber die guckt man schon. Sehr cool, wie der jetzt gerade die Leiche des Bruders weggeschossen hat. Das hat mir gerade sehr gut gefallen. Weniger gut gefällt mir, dass ich gerade diesen Schlag abbekommen habe. Ja, vielleicht sollten wir einmal in die Luft gehen, um was zu trinken. Und jetzt in den Nahkampf rein. Und die Feinde komplett vermöbeln. Das schaffst du, Nasty, oder? Ich glaube an dich. Das kriegst du hin. Ach komm schon, Nasty. Ach komm schon. Ich habe eigentlich mehr von dir erwartet. Aber okay. Sehr schön. Welches Level sind wir? 22. 30 brauchen wir für Erzberserker. Es dauert noch ein kleines Stück. So, so richtig hier war nicht. Er war eher hier oben. Hier ungefähr. Sehen wir ihn hier irgendwo rumlaufen? Nein. Es ist die Frage, ob wir die Stelle wiederfinden, ad hoc, ohne ins Video zu schauen. War irgendwo hier, ne? Und dann irgendwo auf dem Boden. Was soll das hier mal gewesen sein? Ja. Bin mir gerade nicht sicher, ob wir ihn finden, auf diese Art und Weise. Ich befürchte aber, dass er weiterhin unter der Erde klebt. Das ist schlecht. Das war gerade super gruselig. Und ich habe mich super erschrocken. Aber es ist mir egal. Speichern. Einfach speichern. Er ist wieder da. Okay, vielleicht hat Piranha Bytes da so ein Debugging selbst Entferne eingebaut. Entferne diese Person aus meinem Blickfeld. Ansonsten ist diese Unterhaltung sofort beendet. Ja, das kennen wir schon, dann Nasty. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Gut. Dann sprechen wir nochmal mit Ekrom. Du wirst mir hoffentlich nicht noch einmal diese Frau vor die Nase setzen. Das hast du mir ja nun unmissverständlich klar gemacht. Vielen Dank auch für das kleine Intermezzo mit deinen Robots am Ende der Straße. Ja, zugegeben. Ich hätte vielleicht weniger impulsiv reagieren sollen. Aber... Ich weiß, Nasty kann einen schon zur Weißglut bringen. Sogar einen Alexitor. Nun, dann reden wir besser nicht mehr davon. Naja, wobei man schon sagen muss, dass das schon eine ungewöhnliche Art ist, wie ein Alp reagiert. Jedenfalls, wenn wir von der Emotionalität reden. So langsam müsste Fox doch angekommen sein im Vor, oder? Hoffen wir doch. So ein kleines Bugfest, diese Folge. Was natürlich extrem blöd ist, weil ich in der letzten Folge das so in Schutz genommen habe. Aber es gehört natürlich auch dazu. So, Fox, bist du denn da? Sind ja jetzt auch keine Game-Breaking-Sachen, muss man ja auch dazu sagen. Ekrom hat sich auch wieder gedebuggt, zum Glück. So, schauen wir mal, wo Fox sich jetzt eingefunden hat. Ja. Ich glaube, er ist jetzt erst angekommen. Wir machen das noch in dieser Folge. Das ist die kleine Bug-Folge. Na, gemütlich hast du es hier. Allerdings, komfortable Ausstattung, großartige Aussicht und alle 2 Jahre kommt einer vorbei, der mit mir eine Runde Scrabble spielt. Soll ich dich hier rausboxen? Ich habe keine Ahnung, ob du mir wirklich helfen kannst, ohne dich nicht selbst in die Scheiße reinzureiten. Was genau werfen sie dir denn vor? Eine ganze Menge. Ich habe den Mana-Schrein verkauft, war schuld am Krieg der Alps gegen die freien Menschen. Ach ja, und die Jungs in den dunklen Türmen habe ich auch gerufen.
Jetzt mal im Ernst, wer hat dich denn so auf dem Kieker, dass du deine Zeit hier absitzen sollst? Lass gut sein, Jax. Du hast schon genug für mich getan. Erzähl keinen Mist. Rück schon raus mit der Sprache. Puh, ja, wenn's denn unbedingt sein muss. Es ist Ulf, mein Vater. Er steckt hinter all dem hier. Er ist einer der Warlords und schämt sich für das, was ich bin. Warlord Ulf ist dein Vater? Das erklärt, warum niemand im Fort wirklich Verantwortung für dich übernehmen will. Ja, leider ist die Sache kompliziert. Ulf möchte nicht, dass es breitgetreten wird. Was denn? Dass du sein Sohn bist? Das ist doch offensichtlich. Mittlerweile weiß das doch jeder hier, der was zu sagen hat. Es zu wissen oder sich öffentlich das Maul darüber zu zerreißen, sind zwei Paar Schuhe. Für die meisten ist das ein viel zu heißes Eisen. Darum hält ja jeder sein Maul. Moment, dann ist also dein Vater derjenige, der dich hier festhält? Nicht nur das. Er will mich hier im Knast verrotten lassen. Also ich habe schon sicherere Knäste gesehen. Das ist ja einfach nur ein offenes... Ja, ein offenes Gehege, wenn man so will. Ulf ist sein Vater, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Mit Ulf haben wir noch nicht viel gesprochen, das war derjenige, der... Ach nein. Wir haben mit Fox ja mal mit Ulf gesprochen. Und da hat Ulf auch so getan, als wenn Fox nicht sein Sohn wäre. Weil Ulf meinte dann sowas wie, du weißt schon, mit wem du sprichst, ein Warlord der Berserker und so weiter und so fort. Interessant. Aber auch irgendwie traurig, diese Geschichte. Was? Seinen eigenen Sohn? Wie kann er sowas vor den anderen Warlords rechtfertigen? Keine Ahnung, hat er jedenfalls gesagt. Ich werde mal mit Kaya darüber sprechen, wenn ich sie sehe. Die wird auch nichts daran ändern können, dass mein Vater ein Arschloch ist. Das vielleicht nicht, aber möglicherweise vergammelst du da nicht in diesem Loch für die nächsten Jahre. Macht Sinn. Du scheinst deinen Vater nicht sonderlich zu mögen. Das ist ja nett formuliert. Ich hasse ihn. Gibt es dafür einen Grund? Wenn du es genau wissen willst, er hat meine Mutter getötet, als ich noch ein kleiner Junge war. Oh ja, Das musst du mir mal genauer erklären. Meine Mutter und er waren auf der Jagd. Ziemlich weit weg von hier. Irgendwo südlich der Ruinen von Thompson Town. In Caracas. Ja. Sie wurden wohl von einigen wilden Raubtieren aufgespürt. Diese haben angeblich meine Mutter gerissen und er hätte gesehen, wie sie von den wilden Tieren zerfetzt wurde. Woher weißt du das? Das hat er mir selbst so erzählt. Ich meine... Schauen dir doch mal an. Er ist ein Baum von einem Mann. Raubtiere. Das kann er jemand anderem erzählen. Ich glaube ihm kein Wort. Umgebracht hat er sie. Was macht dich da so sicher? Sprich mal mit ihm darüber. Dann wirst du wissen, was ich meine. In der Zwischenzeit versuche ich mal, die Grashalme hier zu zählen. So, dann mach's mal gut. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja... Ein Gefängnis kann man es nicht wirklich nennen, aber er scheint ja auch freiwillig hier zu bleiben. Aus Gehorsam zu seinem Vater. Traurig. Dann gehen wir mal zu Ulf und reden mit ihm. Ulf, was hast du denn dazu zu sagen? Du lässt Fox im Knast verrotten? Was denn? Wer bist du, dass du meine Autorität in Frage stellst? Was hat der Junge verbrochen, dass sein eigener Vater ihn so behandelt? Der Junge braucht eine Disziplinarstrafe für sein ungebührliches Verhalten. Er ist mein Kind und ich weiß am besten, was gut für ihn ist. Ende der Diskussion. Fox sprach von seiner Mutter und dass sie... Stopp! Kein Wort mehr! Das sind Dinge, die dich nichts angehen. Seine Mutter ist in Thompson Town von Raubtieren getötet worden. Das ist etwas, womit ich und mein Sohn leben müssen. Ende der Geschichte. Also, hinfort mit dir und kümmere dich um deinen eigenen Dreck. Ja, das mit der Mutter... Irgendwas ist doch faul an der Sache. Was ist wirklich damals südlich von Thompson Town passiert?
Ist schon sehr lange her, aber vielleicht finde ich dort trotzdem noch einen Hinweis darauf. Das mit der Mutter kann man natürlich jetzt natürlich nicht sagen. Das wissen wir natürlich nicht. Und da würde ich tatsächlich auch lieber nichts anhängen oder hier die Unschuldsvermutung erstmal gelten lassen, ist ja ganz klar. Ohne weitere Hinweise sollten wir das nicht machen. Und hier finden wir tatsächlich jemanden in Thompson Town Süd. Ist das die Mutter? Das ist auf jeden Fall Danya. Eiserne Lady haben sie mich früher genannt. Kann man sich das vorstellen? Heute ist das so unwirklich. Wer bist du? Ich bin Danya. Eine Morkon, wie du siehst. Und ja, ich weiß, ich bin viel zu weit draußen. Ich sollte besser in der Grotte bleiben. Aber manchmal zieht es mich an diesen Ort. Aus sentimentalen Gründen, weißt du? Moment mal, dein Name ist Danya, sagst du? Ja, so ist es. Warum fragst du? Ich kenne einen Warlord, der nennt seine Waffe Danya. Tatsächlich? Ja. Na sowas. Warum genau bist du hier? Ach, ich bin in tiefer Trauer hierher gekommen. In Trauer um mein Kind. Hier ist es geschehen, weißt du? Vor vielen Jahren. Hier an diesem Ort wurde mir mein Kind genommen. Wilde Raubtiere haben ihm aufgelauert. Er hatte keine Chance. Moment mal, so eine ähnliche Geschichte habe ich doch schon einmal gehört. Auch im Zusammenhang mit diesem Ort hier. Dein Kind, du redest von Fox. Du bist seine Mutter. Fox? Nein. So hieß er nicht. Ich gab meinem kleinen Jungen den Namen Forrester. Nicht Fox. Er sollte einen starken, erdigen Namen tragen. Seines stolzen Vaters wegen. Er war noch so klein, weißt du? Sein Vater, Ulf, ein Warlord der Berserker? Ja, das ist richtig. Woher weißt du? Hör zu, Danya, Ulf hat dich all die Jahre belogen. Dein Sohn, der ist nicht tot. Er lebt. Aber, was redest du da? Er lebt? Wie kann das sein? Ulf hat euch beide belogen. Deinem Sohn hat er erzählt, dass du von wilden Raubtieren gerissen worden bist. Und ganz offensichtlich hat er dir genau das Gleiche über ihn erzählt. Ja, aber warum sollte er so etwas Grausames tun? Er ist ein stolzer Warlord der Berserker und du eine Morkon. Ich nehme an, das konnte er mit seinen Prinzipien nicht vereinbaren. Nein, das kann nicht sein. Leider doch, fürchte ich. Das Gute an der Geschichte ist, dass dein Sohn ein stattlicher junger Mann geworden ist. Er hat sich einen anderen Namen gegeben. Er nennt sich heute Fox. Vermutlich, um sich nicht ständig an diese Geschichte zu erinnern. Mein Junge. Wo ist er? Noch ist er an einem Ort, wo du ihn schlecht erreichen kannst. Aber ich werde ihn da rausholen. Hilf mir, Fremder. Was soll ich tun? Wo soll ich hingehen, damit ich ihn sehen kann? Geh in die Bastion von Caracas. Ich werde mich darum kümmern, dass dein Junge bald wieder bei dir ist. Sei verflucht, wenn du nur so ein Scharlatan bist und dich an dem Elend anderer Menschen ergötzen willst. Ich habe ja schon so viel Scheiße gebaut, aber in diesem Fall... Geh in die Bastion, Eiserne Lady. Ich werde dir deinen Sohn bringen. Ich eile. Vielen Dank, Fremder, dass ich hoffen darf. Was... für eine Story, bitte. Wahnsinn. Muss aber dazu sagen, dass Jax ein clevereres Köpfchen ist als ich. Ich bin nicht darauf gekommen, dass Ulf einfach zwei Geschichten erzählt hat. Machen wir das jetzt? Wir müssen Fox da rausholen. Eine andächtige... Ja. Eine wirklich sehr andächtige... Ein andächtiger Moment gerade. Der gestört wird von einem Feind. Wo bist du? Lass dich blicken. Dort oben. Ich denke, wir können uns teleportieren, oder? Danya wird jetzt
Richtung Bastion gehen. Und wir gehen mal zum guten Fox. Ich denke mal, dass wir mit Fox reden können. Der ist ja nicht wirklich eingesperrt. Der kann einfach mitkommen, schätze ich mal. Ja, ich bin so ein bisschen sprachlos. Die Geschichte ist echt besonders und traurig, aber jetzt auch schön. Das ist schon cool gemacht. Das ist richtig cool gemacht. Wo warst du denn so lange? Du hättest mir ja wenigstens eine Postkarte schicken können. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Wenn du mir jetzt so ein Fraß mitgebracht hast aus der Kombüse von diesem... Bäh, das kann man echt nicht essen. Hast du diesen Dreck schon mal probiert? Was? Nein, ich war in Thompson Town. Ach, wirklich? Und? Was hast du gefunden? Deine Mutter. Ich habe deine Mutter gefunden. Oh Mann, die muss wohl ziemlich schmal gewesen sein. So lang wie sie da schon liegt, meine ich. Nein, im Ernst. Dein Vater hat dir jahrelang eine Lüge über den Tod deiner Mutter aufgetischt. Was? Haben sie dir jetzt den Schädel verbeult oder was? Es ist unmöglich, mit dir über ernste Dinge zu reden. Was redest du da für einen Unsinn? Muss ich mir jetzt Sorgen um dich machen? Okay, halt mal die Luft an. Ich mache es kurz. Deine Mutter lebt. Und jetzt ist sie in der Bastion, weil ich sie dorthin geschickt habe, um dich zu treffen. Das ist doch gequirlte Scheiße. Ich glaub dir kein Wort. Lass mal überlegen, was dich überzeugen könnte. Deine Mutter heißt Danya. Sie wurde früher oft die Eiserne Lady genannt. Vermutlich haben die Berserker ihr diesen Beinamen gegeben, weil sie eine Morkon ist. Egal, erzähl weiter. Ich kenne deinen Namen, Fox. Ich kenne deinen richtigen Namen, den dir deine Mutter gegeben hat. Du willst mich doch verarschen, oder? Nein, Forrester. Das ist mein voller Ernst. Deine Mutter lebt und will dich treffen. In der Bastion. Aber das ist... Das würde bedeuten, dass... Ja, ist es. Also, ich muss dich jetzt nur noch hier rauskriegen. Mach dir keine Mühe. Das werde ich selbst erledigen. Aber warte mal. Sollen sie doch versuchen, mich aufzuhalten. Ich war wohl überzeugend. Wow, was für ein schöner Moment. Wie schön. Richtig, richtig toll. Und das ist natürlich wieder die große Stärke an Ilex 2. Solche Geschichten erzählt kein anderes Spiel. Wow. Und man soll beenden, wenn es am schönsten ist. Schöner wird's nicht mehr.